Immer ein Dieb. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. In dem Kapitel einmal ein Dieb. Punkt, Punkt, Punkt. Und Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir, in Italien. Ja, geht mir auch so. Ich glaub's nicht, dass du in Gefahr bist. Die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Boah, ist ja aber hohes Gras. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. Und zack. Ich daneben. Also, ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Auf geht's. Wie sah das denn jetzt aus? Zack! Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi! Und jetzt du! Hä? Was? Was wartet ihr denn? Auf einmal. Okay, wohin jetzt? Hey, wir können uns mit dem Balken da schwingen. Bestimmt. Ja, dafür musst du mir das Seil wiedergeben. Tauschen wir die Plätze? Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ich kann nicht über dich. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Okay. Alles klar. Und... Eppala! Wo läuft das hier? Oh nein. Ah, ist ja nochmal gut gegangen. È sopravvissuto. Per modo di dire. Respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene gli sta. Bene, bene. Sulla partita. Inghilterra vince. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, wir können. Hoffentlich. Oh, das sieht ja richtig schön aus. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? Okay, jetzt kann ich auch mit anderen Leuten sprechen. Da, unser Fenster. Welches Fenster, Alter? Und jetzt wird das Fenster hier. Müsste halten. Siehst du, ihr gleich beim ersten Versuch. Außer doch nichts. Oh Gott!
Nathan! Ich hätte mal runtergehen müssen. Bad. So, jetzt aber. Okay, komm runter. Chosen. Oh, jetzt sind da die Schätze wieder richtig schwer versteckt. Das gefällt mir nicht. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kann's kaum erwarten. Schön. Aber wie komme ich hier jetzt hin? Irgendwie so? Hier ist nichts zum Hochklettern. Das hast du gut erkannt. Okay, ich glaube, ich hab's langsam. Ich hätte nicht den Endpunkt gesehen, sondern den Anfangspunkt. Dann gibt es auch gleich viel mehr Sinn. Komm, also hier muss so irgendein Schatz sein. Oh, come on! Los, press dich richtig ran. Hm. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, bin ich auch. Du meinst wohl eher gefährlich. Ah. Spielverdammt. Ah. Alles klar da oben? Klar. Ja. Ja, geht schon. Easy peasy. Wenn man sich da mal verschießt mit einem Ball, ne? Der von da, ne? Wusch! Ins Wasser. Muss man einfach mal ausprobieren. Ja, und jetzt? Achso. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Angeber. Mach hinne. Schön. Also langsam muss ich ja, glaube ich, auch einen Aufnahmecut machen. Aber ich will nicht. Ich will hier noch weiterspielen. Das ist gerade so schön. Okay, danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Okay. Alles klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sully? Weißt du, was ich an Ganoven-Partys so mag? Was denn? Niemand juckt, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens.
Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Na, könnte klappen. Hm? Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. Non ho ancora avuto il piacere. Stasera c'è tutto in salute. Alter, das sieht so geil aus. Und alles Ganoven. Moment. Du bist doch. Nein. Was sind da für viel zu hässliche Schnauzer? Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Definitiv. Schön. Oh, ey. Wow. Das war doch... Nein. Ja, ich könnte wetten, Ralf hat die Reihenfolge geändert. Oder der Ganova. Ich dachte, mein Französisch... Devi scusarmi, se ti faccio perdere. Wie gut. È la prima volta che viene. Let's go. Posso farlo? Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Verzeihung. Ja, am Ende, irgendeiner von denen muss doch Nathan Drake erkennen. Obwohl, nee. Die ganze Bösewicht, mit denen er zu tun hat, sind ja tot. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Das kriege ich hin. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich. Perché diavolo lo paghi tutto soltanto? Non vale niente.
Bam! Der hatte Zweifel. Aber wieso hat er denn zwei? Ist das scheiße oder so? Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Na, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Ja, das wäre viel zu einfach. Hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarkt. Ja, natürlich haben die auch einen DJ. Puh. So vorsichtig. Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Na, super. Bis weiter geht das, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.